Tja, Dorsa und Terra können mit dem lieben Ungespielt zusammen im Epic-Event blättern. Es wurde auf YouTube gestreamt und ich gönne das den beiden auch total. Aber dieses Thema hat mich dazu gebracht, auch selber tätig zu werden im Epic-Event. Deshalb werde ich auf meinem Main-Server W25 dort mal reinschnuppern und dabei nehme ich euch natürlich mit. So, da habe ich einen kurzen Cut gemacht. Vielleicht habt ihr gesehen, was sich verändert hat. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Kappa! Und auf dem Server bei Team Go bin ich 319 und jetzt nicht mehr auf Seite 1 der Gilde. Das ist natürlich so ein bisschen das Thema, aber ich habe auch, ich kann ein bisschen was machen. Zum Beispiel die Schatten-Dungeons. Aber ich glaube, wenn ich die jetzt einmal machen will, dann will ich sie gleich versuchen, so weit wie möglich zu machen. Und deshalb kommt hier dieses Epic-Event doch nicht ganz ungelegen. Was ich jetzt natürlich schon gemacht habe, und das könnte mir vielleicht ein bisschen das Genick brechen, ich kann es noch nicht einschätzen, ist, dass ich halt leider mein Gold, also mein Skill-Gold heute schon genutzt habe. Ich lasse mir zwar immer ein bisschen was übrig, wie ihr sehen könnt, knapp 100 Millionen. Man weiß halt immer nicht, ob das reicht, aber ich werde mir mal nochmal die Quest zumindest holen. Oh, hier haben wir sogar noch was bekommen für das liebe, ehrenswürdige Pet. Das ist geil. Das ist sehr gut. Schatten. Habe ich halt noch was offen? Ja, natürlich habe ich ja noch eins offen. Sehr geil. Und machen wir das nochmal weiter. Kriegen wir hier auch hin. Komm da gleich rüber. Ja? So. Holen wir uns das noch. Ach, das war die letzte Quest. Are you serious? Ups. Ja, okay. Kleiner Fail. So, guck mal rein, was es gibt. Auf jeden Fall habe ich jetzt als Upgrade. Meine Waffe ist gar nicht so alt. Also ich habe Items, die sind deutlich älter als meine Waffe. Auch die Schuhe habe ich mal zwischendurch in der Toilette bekommen. Ich muss mir mal ein Epic anschauen, 5 Attribute Epic, wie viel besser das jetzt ist. 3 Attribute auf jeden Fall, der Torso kann verbessert werden. Hier genau der Gürtel, ist recht frisch, habe ich aus der Toilette gezogen, aber der hat keinen Sockel. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, ich wollte mir den Sockel noch nicht reinpilzen, weil ich jetzt schauen wollte, ob ich vielleicht noch einen besseren Gürtel kriege. Ich vermute mal auch, dass der Hut, extra gucke ich ja auch noch, aber ich vermute auch, dass der Hut ausgetauscht werden könnte. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin. Ein paar Steinchen habe ich auch, 274, aber hier habe ich auch schon bessere drin. Also ich werde mir wahrscheinlich den einen oder anderen Stein auch nochmal rausholen müssen. Und aktuell habe ich jetzt keinen mehr gesucht. Also ja, da wird man halt auch ein paar mehr Ressourcen ausgeben müssen, wenn man die irgendwie noch verwerten will. Einen guten Innenstein habe ich auf jeden Fall drin. Das wäre halt perfekt, wenn ich einfach einen Torso finde mit Sockel, der halt geil ist. 3 Attribute. Wollen wir mal gucken, was hier kommt. Und natürlich die Frage an euch, Leute. Habt ihr das Epic Event gespielt? Ihr wisst, dass, andere Leute 9000 Pilze dort ausgeben können. Das können wir hier natürlich nicht machen und das muss man auch nicht zwingend. Wobei ich beim letzten Mal, wo ich geblättert habe, tatsächlich bei 500 Pilzen nicht ganz so gut rausgegangen bin, wie ich dachte. Und ich vermute, ich werde jetzt einfach keine Epics kriegen. Denn wenn Dorsa, Terra und Unge zeitgleich hier was machen, dann ist das natürlich schwierig. Aber okay, gut, die Waffe, die müssen wir uns aus mehreren Gründen mitnehmen. Warum? Sie hat einfach mal eine fette Spanne. Sie hat leider keinen Sockel. Und ich muss mir hier bei der Waffe tatsächlich dann den Stein holen. Das ist der beste 3-Attribute-Stein. Den muss ich einsetzen. Die Pilze. Also das. Ich muss es ja noch nicht gleich machen. Vielleicht finde ich noch was anderes. Vielleicht finde ich noch eine Waffe mit Sockel. Aber ich werde, glaube ich, nicht drum rumkommen, aber das ist eine richtig fette Waffe. Und ich weiß, dass zum Beispiel Dorsa auf W27 auf jeden Fall eine Waffe gesucht hat. Ja, okay, aber da ist schon eine Phase, wo es schwer wird mit den Dungeon-Gegnern, ne? Ja, ich denke mal, wenn ich da jetzt so ein paar neue Items, also vor allen Dingen eine neue Waffe, alleine dadurch, denke ich mal, werde ich schon ein paar Dungeons wieder schaffen. Und ich weiß halt natürlich nicht, ob er die kriegt. So, wir haben jetzt also ein 5-Attribute-Epic 370. 370, das hole ich mir jetzt nicht hier für den Char, aber wir können uns die Werte auf jeden Fall mal merken, plus also alle Attribute 370, das ist schon, sage ich mal, für ein 5 Attribute Epic so, dass man das hier austauschen könnte, die Schuhe, also die sind dann auch schon wieder 15, 16 Werte alt. Ich habe diesen Vergleich nicht aktiviert, weil ich das nicht gewohnt bin. Mir wurde schon angeraten, das zu machen, aber ich mache es lieber
manuell. Also ich tue lieber nochmal ein bisschen Kopfrechnen, wenn ich das kann. Jetzt haben wir hier einen Hut mit 442, das ist auch plus 24 auf jeden Fall. Also, und eine bessere Rüstung. Gut, mein Rüstungslevel ist auf 378, da komme ich eh nicht so schnell hin. Also auf Rüstung muss ich nicht gehen, aber die Werte sind besser. Ich werde mir mal mitnehmen, falls ich keinen Hut mehr finde, auch dann hier für den Sockel. Weil wir bisher noch keine Sockel dabei haben. So, auf jeden Fall brauchen wir, wie gesagt, ein Torso und einen, ja, gut, einen Gürtel haben wir jetzt gesehen. Der Gürtel wird wahrscheinlich doch nicht viel stärker werden. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen nehmen, aber da werden wir auch sockeln müssen. Wenn ich natürlich dann die Dungeons machen will, das ist ganz klar. Das mache ich dann aber quasi nicht mehr in diesem Video heute, sondern in einem der weiteren Videos. Bisher war so von dem ersten Prinzipien eigentlich ganz geil. Ja, hier kriegen wir eine neue Kappe. Gleiche Werte, etwas bessere Rüstung, haben wir schon festgestellt, brauchen wir nicht. Dementsprechend, also zur Erinnerung, die Schadensreduktion gilt für Gegner gleicher Stufe. Sie errechnet sich aus Rüstung, Gegnerstufe und ist für deine Klasse auf 10% gesetzt. Ja, und da ich eine Summe von 3786 habe, steht bei mir hin 10%, weil ich halt eine Stufe 319 habe. Aber selbst, bis zu dem Level ist das auf jeden Fall die maximale Rüstung. Da brauche ich nicht noch mehr. Ja, das wäre jetzt ein 5-Attribute-Epic mit Sockel, aber leider halt 5 Attribute, das möchte ich jetzt nicht haben. Dementsprechend behalte ich mir die Pilze für das Epic und blätter lieber weiter, denn wir werden gleich ein neues wunderbares Epic bekommen im Laden, quasi zum Shoppen. Das ist das so, was man machen will. Und das ist das, was ich jetzt hoffentlich nach Beendigung meiner Worte auch erreichen werde. Ja, es sei denn, es ist jetzt tatsächlich Ausverkauf. Wie gesagt, ich bin ja da nur so ein kleiner Fisch. Ja, und die anderen werden wahrscheinlich Epics noch und nöcher bekommen. Aber mich interessiert wirklich, ob Dorsa eine Waffe bekommt. Also ich hoffe es für ihn natürlich. Aber auf der anderen Seite wäre es halt witzig, da ich einfach 3-4 Mal Blätter und gleich eine Waffe finde, wenn er keine finden würde. Also das werden wir sehen. Das werde ich mir natürlich, also wenn ihr das Video seht, werde ich es wissen. Oh, jetzt haben wir einen Gürtel. Aber dann 5 Attribute. Jetzt ist die Überlegung 366. Ist jetzt nicht so, ich hatte von 370 5 Attribute. Aber hier wäre halt ein Sockel drin. Das ist jetzt eine schwierige Angelegenheit. Hier habe ich auch noch einen Gürtel drin. Also das ist der alte quasi. Da wäre auf jeden Fall eine Verbesserung gewesen. Tschüss. Ich könnte natürlich sagen, ich kaufe mir den Gürtel. Wo habe ich jetzt ein 5 Attribute Epic nochmal gehabt? Hier ein Ring. 357 ist jetzt auch nicht viel schwächer. Die Schuhe auch 355. Nochmal ein 5 Attribute Epic reinzunehmen, also das ist nicht so geil. Ich glaube nicht, nee, ich mach's nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich eine bessere Schuhe finde mit 3 Attribute, dass ich dann sage, gut, ich hätte es austauschen können. Jetzt kann ich natürlich trotzdem, ich muss ja nicht 2 5 Attribute Epics drin haben, es reicht auch locker. 1 aus, die Def ist eh stark genug durch die Steine. Wollen wir nochmal auf ein weiteres Epic hoffen. Und jetzt kommen 3 Attribute Schuhe mit Sockel, mit schlechter Rüstung. 4 Millionen Gold. Okay, vom Gold her müsste es passen mit den Epics. Das ist aber auch eine schwierige Angelegenheit, weil von den Werten her ist es echt wirklich das Schlechteste. Ja, das ist das Schlechteste und gerade hier ist die Rüstung doch sehr geil. Ich nehme es mal mit. Für den Fall, dass ich vielleicht nochmal ein fettes 5 Attributen Gürtel mit Sockel bekommen würde, dann wäre es nochmal eine Idee. Jetzt haben wir hier einen Torso und wir kriegen hier einen 5 Attribute Torso. Mit 368, aber der Torso ist so alt. Dass man das schon machen sollte, aber halt eigentlich auch lieber mit 3 Attributen. Aber er hat einen Sockel. Das ist immer ganz schwierig. Wenn die einen Sockel haben, dann. Nein, ich gehe auf 3 Attribute. Also ich muss jetzt auch nicht zwingend alles überstürzen. Okay, aber tatsächlich können wir festhalten, dass wir gleich nochmal eins ohne Ton. Das wäre sogar ein Hut mit Sockel. 242, bessere Rüstung. Nehme ich jetzt, dann spare ich mir nämlich die Pilze für den Sockel. Es sind ja eh 25 Pilze für den Sockel. Dann, machen wir das auf jeden Fall so schon mal. Perfekt. Natürlich darf man nicht vergessen, dann die Hexe wieder einzusetzen. Wir dürfen nicht vergessen, den Waffenschmied einzusetzen, aber da kann ich eben dann auch ein bisschen besser
reinballern in diese Geschichte. So, vielleicht kriegen wir nochmal einen zweiten Torso. Jetzt kann ich das besser einkalkulieren. Ich kletter natürlich auch nur für mich, nicht für die Begleiter. Ich glaube, das sollte man eh nicht machen. Durch die Dungeons kriegt man ja sehr viele Items. Wenn man die sich so aufspart wie ich, ist es dann sogar ganz problematisch zum Teil. Hier haben wir nochmal einen Gürtel. 442. Ich hatte mir den Gürtel nicht gekauft. Der ist auch leider... Das sind halt jetzt wieder die zwei Werte. Besser. Rüstung ist natürlich auch gut. Aber hier halt ohne Sockel. Na, das war ja das Ding. Ich will mir diese 25 Pilze für den Sockel, wenn es geht, aufsparen. Jetzt kriegen wir, okay, wir kriegen drei Attribute-Schuhe, die ähnlich gut, fünf Attribute-Schuhe, die ähnlich gut sind. Es ist halt nur 365, aber okay, dann blätter ich halt nicht nach neuen Schuhen, sondern nehme mir jetzt die einfach und nutze den Stein dann als Sockel quasi. Das können wir eigentlich, hier war ein Instein drin, das können wir gleich mal hier einsetzen. Da werde ich einfach jetzt nichts mehr dran rütteln. Ich nehme das so, wie es kommt. Und dann werfen wir die anderen Schuhe halt in die Toilette. Also ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn man mal einen Epic mehr hat. Das ist ja das Gute zumindest auch an der... Ja, an dieser erweiterten Inventarisierung. Was denkt ihr, wie schwierig das war früher, Epics zu blättern und sich das dann aufzubauen? Musste man in den Begleitern quasi die ganzen Slots neu einsetzen. Also die Items quasi in die Begleiterslots stecken, um die dann halt langfristig in die Toilette werfen zu können. Jetzt ist das Ganze natürlich, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, man müsste wirklich mal ein Char spielen, irgendwie auf einem neuen Server oder sowas, wo man einfach mal die ganzen Updates der letzten 2-3 Jahre, also bis zur Festung sozusagen, wenn man das einfach mal weglässt, und dann halt spielt, wie viele Nachteile man dann hat. Selbst wenn du 300 Alu und ein bisschen Pilz für die Dungeons und so, du hast einfach extreme Nachteile und würdest sehr, sehr weit hinten dran sein, ja. Vielleicht, es wäre sogar mal interessant, als normaler 300 Alu Basic Spieler zu schauen, ob ein 100 Alu Spieler dann sogar trotzdem oftmals ähnlich gut dasteht vom Level, weil man natürlich durch die Edelsteine und dies, das, jenes solche Boosts bekommt, um mehr Dungeons zu schaffen. Oh, die Verbindung wurde gestört. Anscheinend sind die Leute zu krass gerade unterwegs im Epic Event hier. Ich hatte vorhin schon mal einen kleinen Leck hier gehabt. Das wäre natürlich jetzt kontraproduktiv, ja, kontra-K-produktiv. Ja, ich muss mal gucken auf die Pilze. Ich habe jetzt schon ziemlich viel gemacht. Würde jetzt halt... hätte ich mir vielleicht doch den Torso nehmen sollen. Und wie wir sehen, sehen wir nicht viel. Außer nochmal eine Waffe. Aber auch ohne Torso. Da war es ganz gut, dass ich mir die schon geholt habe. Weil die ist von den Werten auch besser. Perfekt. Da haben wir also in der Waffe haben wir alles richtig gemacht. Okay, gucken wir mal schnell noch in die... Genau da rein. 439, okay. Ist eine Verbesserung definitiv. Hier ist sogar so, dass ich den Stein mir nicht aufbewahren brauche. Hier habe ich ja quasi den sogar besseren Stein noch parat. Und da passt das schon mal ganz gut. Hier könnte ich sogar schon mal anfangen. Das muss ich jetzt nicht alles im Stream machen. Oh, hier habe ich sogar 5 Attribute, 355er Kette. Das ist eigentlich ja fast sogar besser. Ja, die könnt ihr auch nur noch zerlegen. Also machen wir mal, dann habe ich was ich zerlegen kann. Heute zwar nicht mehr, aber dann morgen lass mal das andere mal drin, da kann ich das später für die Aura nutzen. Vielleicht auch nicht so ganz verkehrt, aber nice, dass wir gleich am Anfang so was Schönes bekommen haben. Und ja, wir schauen mal. Ja, mittlerweile braucht man sich die fast nicht mehr kaufen. Ja, 10 Stück sind immer noch günstiger als 1. Obwohl, nee, es ist gleich. Es ist eigentlich gleich, also... Tränke habe ich zwar auch noch viel, aber kann man mal den einen oder anderen mitnehmen, wenn man sowieso blättert. Lebenstrank muss ich schauen. Oh, jetzt haben wir natürlich einen 455er Schal bekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Der wäre dann doch nochmal besser gewesen.
Wir hoffen mal, dass wir Lebenstränke nur für Gold bekommen, wenn hier noch welche aufploppen. Mal so kleine Tränke mal mitnehmen. Ein Ring, 444 mit Sockel. Okay. Okay, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Denn jetzt kann ich tatsächlich beim normalen Torso vielleicht nochmal auch ein 5-Attributs-Imming nehmen. Oh, guck mal, Toilettenpapier ist auch mit am Beat. Schöne Sache. Muss jetzt schauen, ich habe noch 2 Slots frei. Attribute-Ring auch mit Sockel, 365, nicht schlecht der Wert, also wirklich nicht schlecht. Hier kommen aber auch viele Epics im Zauberladen. Mehr Epics als Lebenstränke, nochmal ein Ring, also was ist denn mit den Ringen los? Habt ihr alle keine Ringe geplättert? Oder wie sieht's aus? Das ist ja herbes, herbes bisschen, ey. Kein Lebenstrank nur für Gold. Ist aber auch ungewöhnlich. Also dieser Random-Faktor, der ist halt wirklich random, ne? Also kann man jedes Mal beim Blättern feststellen. Beim letzten Epic-Event hatte ich 2 oder 3 bekommen, glaube ich. Und da habe ich weniger geblättert als heute. So, okay. Jetzt haben wir einen extra bekommen. Ohne Sockel 438. Das ist jetzt auch nicht das Beste. Ich glaube, ich bin gar nicht geneigt, das zu nehmen. Ich will eigentlich nur noch Lebenstrank. Ach komm, ich nehme jetzt einfach den mit. Und Blätter. Ich brauche jetzt hier eigentlich gar nicht mehr blättern, denn ja, das ist extra okay. Aber das kriege ich vielleicht auch in den Dungeons. Gerade bei den Extras ist es ja so, dass du in einigen Dungeons auch für dich was bekommen kannst. Deshalb nochmal schauen nach einem Torso. Und wenn das Torso ein gutes 5-Attribute-Epic ist, könnte ich es nehmen, weil ich ja den Ring jetzt nicht mehr habe. Dann hätte ich immer noch ein gutes Balancing. Nur noch ein bisschen gucken, ob es halt auch klappt, ob wir ein bisschen Glück haben dabei. Wir kriegen ein Glückstorso, gerade sage ich es, den magischen Morgenmantel. Na, vielen Dank auch, Shakes and Fidget. Best Moment ever in live. So. Uff, da wollte ich die Schuhe überblättern, aber hätte ich auch machen können, sind jetzt nicht so brallig. Ja, die wären sogar besser gewesen, aber jetzt habe ich 5 Attribute-Schuhe eingesetzt. Ja. Ihr seht, das Warten lohnt sich zum Teil. Handschuhe ohne Sockel. Aber trotzdem besser. Das sind immerhin 19 plus 19 und ja, 440 ist, sage ich mal, 442 haben wir gekriegt. Werde ich machen. Haben wir gemacht und hoffen jetzt nochmal. Ich hätte ein Torso habe ich gehabt. Hätte ich mir das einfach holen sollen. Kopfbedeckung wieder am Start. Ich werde wohl noch 3 Epics blättern und dann ist es halt einfach so, wie es ist. Wieder eine Waffe. Ja, genau, wollte gerade sagen. Habe ich noch nicht getauscht. 443, Glöckchens Zaubermütze, schönes Epic. Wieder Schuhe. Okay, dann noch ein Epic. War das sogar ein 5-Attribute-Torso, was ich vorhin hatte? Okay, ist so. Haben wir leider nicht bekommen, aber ja, man muss es jetzt auch mal dabei belassen lassen, also man muss es auch mal dabei belassen lassen sozusagen, dass wir eben uns schon auf jeden Fall verbessert haben. Wir haben eigentlich nur noch 2 alte Epics in Nutzung und jetzt muss ich noch ein bisschen eben schauen, dass ich das mit den Steinen löse. Vielleicht muss ich auch noch mal 2, 3 Steine bekommen und dann machen wir das Video für die Dungeons, die da offen sind. Auf jeden Fall wird es ziemlich genial werden. Und da freue ich mich auch drauf. Aber man sieht natürlich, hier fehlt ein bisschen was, ne? Von den Werten her, weil 2 Steine überhaupt gar nicht da sind. Also das, ja, kommt hier rein auf jeden Fall. Das,
Das habe ich gewechselt. Hier braucht man noch Dingens. Das habe ich schon gewechselt. Und das habe ich halt auch gewechselt. Das bleibt für die Toilette. Ja, müssen wir anfangen, auch erstmal eine Toilette alles jetzt freizulegen. Und dann, ja, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Und wir sehen uns, haut rein, macht euch tschüss und servus, euer Basti.